Hi, willkommen zurück zu Lemmerman Devlog, der Videoserie, bei dem ich einen Plattformer programmieren möchte. Ja, ich habe mal ein bisschen angeguckt, was wir so gemacht haben. Und mir sind tatsächlich zwei Fehler aufgefallen, die wir uns eingebaut haben. Die wir natürlich vorher korrigieren sollten, bevor wir überhaupt weitergehen und den nächsten Kontaktgenerator bauen. Und ich habe noch ein paar To-Dos mit dazu gepackt, die wir noch in der Zukunft machen müssen. Zum Beispiel Bitmaps laden und Fonts zeichnen. Und ich habe es ein bisschen besser organisiert. Und ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, wir machen das in Zukunft nicht mehr so, dass wir es einfach von oben nach unten machen. Oder doch? Ja, ich bin da irgendwie unschlüssig. Ich hätte gerne eine To-Do-Liste, wo wir einfach alles reinhauen, alles, was uns irgendwie einfällt, was wir brauchen. Und eine To-Do-Liste, wo wir dann tatsächlich das Zeug reinschreiben, was wir tatsächlich umsetzen möchten in den nächsten Episoden. Aber, naja, gut, vielleicht füllen wir das einfach mit allem, was wir so haben möchten. Weil bisher haben wir noch nicht wirklich viel gefüllt. Das ist jetzt alles noch, Kernkram oder Framework-Kram, wenn ihr so wollt, weil so richtig Spielprogrammieren ist es noch lange nicht. Ja, und ich habe die Schriftart übrigens geändert. Ich bin jetzt auf eine neue Schriftart übergegangen. Liberation Mono. Eine ziemlich gut leserliche Schriftart. Und ja. Ja, gehen wir mal her und gucken uns mal diese Bugs hier an. Der erste hier betrifft unsere Bounding-Boxen für unsere Liniensegmente. Und allein schon jetzt seht ihr, dass da was nicht stimmt. Aber ich zeige es euch mal noch ein bisschen genauer. Wenn wir hergehen und bei unserer AAB-Toleranz jetzt zum Beispiel auf 20 setzen, was ganz hoch ist, dann sehen wir, dass diese Bounding-Boxen absolut nicht stimmen. Da stimmt hin und vorne was nicht. So, und das müssen wir natürlich korrigieren. Was können wir da machen? Wir schauen uns mal an, was wir da verzapft haben. Ich glaube, Line Segment Shape hier. Okay, also wir haben unser Minimum und Maximum berechnet, was eigentlich gar kein Minimum-Maximum ist, sondern ein tatsächliches Line A oder sowas. Und unser Maximum ist auch kein Maximum, sondern ist ein Line B. Ich weiß nicht, warum ich das Maximum genannt habe. Ist es doch nicht. Und das hier stimmt ebenfalls nicht. Das muss natürlich Line B und Line A sein. Aber es sollte von der Idee her komplett gleich sein. Weil das ja auch nur die relative Distanz ist und da spielt es keine Rolle, ob wir die Position mit dazu addieren. So, und eine Sache, die mir nicht gefällt, wir haben die Line-Distanz nicht getrennt. Also tatsächlich das hier, damit wir auch die Line-Distanz bekommen bei Bedarf. Das müssen wir natürlich auch tun. So, dann haben wir Normal. Also eigentlich ist unsere Line Normal die tatsächliche Normal und das andere ist unser Tangente. Also benennen wir das mal bitte so. Normal und du bist Tangente. So, und eine Sache, die ich jetzt mal mache, ich schmeiß das Ganze jetzt mal raus. Ich glaube, wir machen das ein bisschen anders. Wir suchen unser Zentrum von der Linie. Und das wissen wir ja. Das ist relativ einfach zu erreichen. Wir sagen einfach Line A at Multiskalar Line Distance 0,5 und dann sind wir im Zentrum. Das ist schon mal alles, was wir brauchen. So. Und jetzt möchten wir eigentlich das gleiche machen, wie wir es bei der Plane gemacht haben. Nur bei der Plane haben wir das ein bisschen anders gemacht. Da haben wir das so über die halbe Länge und die Maximal und über die Tiefe gemacht. Und sowas können wir aber gerade aktuell gar nicht ermitteln beim Liniensegment. Wir können die Liniendistanz ermitteln, aber das bringt uns herzlich wenig. Was ich vorschlage,
zu machen, ist was ganz Triviales. Wir machen einen Private Field, das kann tatsächlich auch static sein. Das nehmen wir Access X. Ihr werdet hoffentlich schnell verstehen, was ich damit meine. Und eine Axis Y. So. Und was ich jetzt machen möchte, ist diese beide zu nehmen und diese Distanz auszurechnen. Weil wir haben ja die Liniendistanz, was eigentlich schon ein Rechteck angibt. Tatsächlich. Was hier aber nicht stimmt. Aber auf der anderen Seite könnten wir doch ganz trivial hergehen. Warum machen wir es eigentlich so schwer? Warum machen wir das eigentlich so schwer? Wir machen Folgendes. Wir sagen ABB min set center x minus line distance x mal 0,5. Hier ebenfalls y mal 0,5 und hier umgekehrt, wo wir einfach beim Maximum plus machen und diese beiden hier in ein eigenes Ding machen. Das heißt, weg 2f, eigentlich fast schon genauso wie vorher. Nur wesentlich einfacher jetzt. Und hier einfach plus machen. Und hier eigentlich dieses min, min, Komma, max. Und hier max, Komma, max. Punkt max. So. Das müsste eigentlich. Float double. Ja, double geht natürlich nicht. Müsste auf jeden Fall, Tangente brauchen wir dann nicht. Und die normale brauchen wir dann eigentlich auch nicht. Müsste dann eigentlich komplett das Ding ausfüllen. Okay, passt. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist ein bisschen nach links gehen, ein bisschen nach rechts gehen. Das heißt, wir sagen hier add multiskalar und dafür ist dann hier unsere Achse da. Das ist nur ein kleiner Trick, wie man sowas machen kann. Wir fügen unsere Toleranz in x hinzu. Negativ. Und wir fügen unsere Toleranz in y negativ hinzu. Und wir addieren die Toleranz für Maximum. Und jetzt müssten wir eigentlich. Jawohl. Wundervoll. Fehler 1 behoben. Wundervoll. 8 Minuten. Naja. Besser als nichts. Und jetzt können wir das hier wieder auf 2 setzen. Und gucken, ob das passt. Jawohl. Also, Fehler 1 behoben. Unsere achsenausgerichtete Bounding Box stimmt wieder. Das heißt, wir können den ersten Fehler hier markieren für abgeschlossen. Der nächste ist der ABB-Überlappungstest. Tatsächlich. Der funktioniert zwar im Moment. Der funktioniert aber nur, weil wir in Update ABB immer explizit das Minimum und Maximum setzen. Was ist, wenn ich sage, das ist ganz okay, mir wäre es aber lieber, wenn das gar keine Rolle spielen muss, wenn unsere ABBs funktionieren, auch wenn das Minimum-Maximum nicht stimmt. Das heißt, wenn das vertauscht ist. Und wie können wir sowas lösen? Wir können das über was relativ Einfaches lösen. Wir gehen her, es ist immer alles einfach. Wie immer, es ist alles einfach. Wir machen Folgendes. Wir
holen uns für jede Bounding-Box die Distanz zuallererst. Das heißt, wir sagen, unsere eigene Distanz ist Minimum.x x plus 1, weil wir wollen den einen Pixel mit reinbeziehen. Oder wollen wir das? Wenn wir, na, eigentlich nicht. Nee, bei der Bounding Box möchte ich es nicht, tatsächlich. Nee, möchte ich nicht. Und hier machen wir es einfach so. Okay. Dann brauchen wir die andere Distanz. Das heißt, dieses Order. Und was wir auch machen müssen, das Ganze kann einen Negativwert zurückliefern, wenn wir nämlich links, wenn wir kleiner minus größer machen oder größer minus kleiner. Also wenn es kleiner minus größer ist, dann negativ raus. Das heißt, wir machen absolut raus. So. Ist schon mal das nächste. Ich weiß, es ist ein bisschen mehr Code und wahrscheinlich auch langsamer als der Part hier. Aber ich glaube, das wird sich lohnen. So, was wir jetzt brauchen, ist Both Radius. Und das funktioniert vom Prinzip her ähnlich, wie ich es erklärt habe mit den Bounding Boxen. Und das hatte ich ja. Das war ja nicht das Thema für jetzt. Aber wir müssen jetzt erstmal die Bugs hier fixen, bevor wir überhaupt irgendwas machen können, nämlich das hier. Genau. Dass wir die Box um die andere Box größer machen. Und das machen wir jetzt mal. So, das heißt, wir rechnen einfach die beiden Distanzen zusammen. Da ich aber hier einen Radius haben will, ziehe ich die Hälfte davon ab. So. Jetzt haben wir beide Radien. So, ich weiß, wir hätten das auch in Vektorform machen können, aber jedes Mal dann Vektor zu erzeugen, ist da auch ein bisschen langsam, ne? So. Und was wir jetzt brauchen, und die Funktion rufen wir ja ziemlich häufig auf, da will ich jetzt nicht jedes Mal eine Vektorinstanz erzeugen, ist eigentlich nichts anderes als die relative Distanz zu den jeweiligen Dingern. Das heißt, wir brauchen ein Zentrum X, wo wir sagen, unser anderes X minus, X gibt es nicht, Minimumpunkt. Und das hier ist dann Order Distanz X mal 0,5, damit wir zum anderen Zentrum kommen. Ja, ich weiß, es sind viele Variablen, aber ja, vielleicht sollte man das doch in Vektorform umstellen. Egal, ich schreibe es jetzt erstmal runter und das andere kann man kopieren. Das dann das andere Zentrum. Und da wollen wir natürlich einfach nur das da haben. Aber hier möchte ich eigentlich tatsächlich nicht mehr die absolute Distanz haben, wenn ich ehrlich bin. Ja, hier möchte ich nicht mehr die absolute Distanz haben. Das möchte ich nur hier haben. Das heißt, hier und hier, hier, hier und hier, 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 und hier. Soweit so gut. Da muss noch ein Y hin. Und da muss ein X hin, da muss ein X hin. Und jetzt müssen wir eigentlich nur hergehen und berechnen die Differenz zwischen dem Zentrum und dem anderen Zentrum. So.
Jetzt schauen wir mal auf die Uhr. Ja, fast. Wir sind fast am Ende und jetzt müssen wir nichts anderes tun, als tatsächlich die Überlappung auszurechnen. Und das machen wir, indem wir einfach sagen, both radius x minus div x. Und das kann sein, dass wir das umdrehen müssen. Und wichtig, div x muss absolut sein. Sonst funktioniert das nicht. So, und jetzt können wir sagen, wenn der größer 0 oder der größer 0 ist, dann haben wir keine Überlappung. Dementsprechend das. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja. Vielleicht doch so. Jawohl, es funktioniert. Passt. Gut. Das ist jetzt ein wesentlich besserer Weg für eine robustere Kollisionsberechnung für Achsen, wo die Reihenfolge von Min und Max keine Rolle mehr spielt. Das, was ich erreichen wollte. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Da werden wir dann mit den Achsen ausgerichteten Bounding Boxen an, Achsen mussten mit den Boxen anfangen, diese zu definieren, zu zeichnen und vielleicht schaffen wir es sogar ein bisschen zu visualisieren. Schauen wir mal. Bis denne. Ciao.